Hier könnt ihr sehr schön das richtige Andocken erkennen. Wichtig beim Andocken an die Brust ist, dass die Unterlippe vom Kind nach außen gerollt ist und die Zunge, könnt ihr hier sehen, über der Unterlippe liegt. Gut überprüfen lässt sich das, wenn ihr seitlich beim Stillen die Brust etwas zurückdrückt und mal schaut, ob ihr den Mundwinkel vom Kind erkennen könnt, dann seht ihr auch die Zunge und die Unterlippe, die nach außen gerollt sind. Das Kind sollte den Mund weit öffnen zum Andocken und möglichst viel von der Brustwarze mit im Mund haben. Außerdem könnt ihr hier sehr schön sehen, wie die Brustwarze bis zum weichen Gaumen nach innen gezogen wird. Und wenn ihr so das Kind angedockt habt, kommt es auch nicht zu einer wunden Brustwarze. Würde jetzt die Brustwarze in den vorderen Teil rutschen, wo der harte, feste Gaumen des Kindes ist, dann fängt an, der Gaumen an der Brustwarze zu reiben und an der Stelle kann dann die Brustwarze wund werden. Beim Abdocken ist es jetzt wichtig, dass das Kind die Brust von selber loslässt. Es hat ein sehr starkes Vakuum aufgebaut. Oder wenn ihr das Gefühl habt, das Kind fängt an einzuschlafen an der Brust, dann könnt ihr seitlich mit eurem kleinen Finger in den Mund eingehen, in den Mundwinkel, zwischen die Kauleiste den Finger vorsichtig vorschieben und so das Vakuum lösen und das Kind von der Brust abdocken.